Saldom 2 ist eine Neuauflage vom ersten Grossauftrag, wo Hering von der Schweizerischen Riesaline vor 6 Jahren bekommen hat, wo es um Saldom 1 gegangen ist. Saldom 1 ist ein grosser Schüttgutlagerspeicher von Strassensalz. Und man hat mit dem ersten Speicher hat man gehofft, den grossen Bedarf für das Winterstreusalz sicherzustellen. Das ist jetzt nach 5 Jahren Erfahrung, hat sich die Anlage sehr bewährt. Aber man hat gesehen, dass um die Sicherheit der Strassen auch im Winter sicherzustellen, dass es halt wesentlich mehr Salzlager braucht. Die Schweizerische Riesaline ist letztes Jahr auf uns zugekommen und hat uns beauftragt, nicht nur als Ingenieur und Ersteller, wie im ersten Fall, sondern bereits als Generalunternehmer eine zweite Anlage, die nahezu doppelt so gross ist wie die erste, für sie zu planen und in der Folge in diesem Jahr auszuführen. Das ist natürlich nicht nur eine Ehre, wenn eine Struktur, wo man kann sie spektakulär nennen, ein zweites Mal bestellt wird, und zwar in einer Dimension, die eigentlich die bekannten Dimensionen in Europa sprengen.